Hast du dich ausgesperrt? In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Hilfe eines Schnürsenkels dann wieder in deine Wohnung oder in dein Haus kommst. Denn wenn du irgendwo ein Fenster oder eine Tür hast, die auf Kipp ist, kannst du diese mit Hilfe eines Bandes öffnen. Dafür kannst du zum Beispiel einen Schnürsenkel oder auch ein Hosenband aus einer Jogginghose nehmen. Doch dafür musst du erstmal einen Knoten machen, einen ganz speziellen, den ich dir jetzt einmal zeige. Dafür legst du deinen Schnürsenkel auf ungefähr 10 cm Länge doppelt. Nimmst dann jetzt deine Finger, hältst sie hier fest, nimmst die übrige Schnüre, also das einzelne Stück mit dem Ende, und führst es hier, so wie du es bei mir sehen kannst, zweimal um die doppelt gebundene Schnüre rum. Dadurch entsteht hier eine solch kleine Lasche und durch diese stecken wir jetzt unser Ende des Schnürsenkels durch und ziehen das Ganze jetzt einmal fest. Denn dadurch hast du jetzt einen Schlaufenknoten gemacht. Der Vorteil von diesem Schlaufenknoten ist eben, dass du ihn entweder vergrößern oder verkleinern kannst. Und das ist für unseren nächsten Prozess hier wirklich sehr wichtig. Denn du kannst die Schlaufe jetzt schön groß machen, in das auf Kipp gestellte Fenster greifen und dieses um den Griff wickeln. Und danach ziehst du es dann richtig schön fest, sodass es stramm am Griff dran ist. Den Schnürsenkel führst du jetzt über das Fenster bis auf die andere Seite, sodass es hier rausguckt, so wie du gerade bei mir sehen kannst. Jetzt ziehst du das Fenster dann ran und beginnst an dem Band zu ziehen und zwar so leicht nach unten. Denn dadurch schaffst du es jetzt, den Griff auf die Mittelstellung zu bringen, wodurch du die Tür oder das Fenster dann einfach öffnen kannst. Pass aber auf, dass dir das Band nicht vom Griff herunterfällt. Nach ein paar wenigen Zügen wirst du dann sehen, dass der Türgriff hier auf Mittelstellung ist und du kannst dein Fenster oder die Tür öffnen. Und so einfach kommst du dann wieder in deine Wohnung, wenn du dich ausgesperrt hast. Und das auch, wenn kein anderer im Haus war, der dir die Tür hätte öffnen können. Damit kannst du dir auf jeden Fall den Schlüsseldienst sparen. Das bedeutet aber auch, wenn du dein Haus komplett verlässt, solltest du niemals ein Fenster auf Kipp lassen, damit keiner so leicht einbrechen kann. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, was Einbrecher machen, bevor sie bei dir einbrechen, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls sehr freuen.